Also wir wollen nicht das Umsteckgesetz, weil das kommt in einem Test. Nicht? Also das ist ja, das ist jetzt eigentlich eine absolute Katastrophe, weil ich stehe hier und ich fange jetzt einfach mal an, hart zu erzählen vom ersten Block, ohne Wiederholung, und dann machen wir unsere Wiederholung in Form von einem Test. Es wird schon irgendwie gehen. Okay, dann fangen wir an. Block 20, Leistung und Energie. Also wir haben jetzt viele physikalische Größen kennengelernt, mit denen wir arbeiten können in der Elektrotechnik. Wir haben Strom, Spannung und Widerstand und Leitwert und alle anderen Sachen, die im Grunde immer das Gleiche sind, Strom, Spannung, Widerstand. Und wir haben ganz am Anfang gesagt, dass ich mit Elektrizität zwei Sachen machen kann, nämlich dass ich Informationen transportieren kann und dass ich Energie transportieren kann. Und wir wollen, und eigentlich haben wir gesagt, in dem Kurs schauen wir uns prima das mit den Informationen an und das mit der Energie, das wird nur heiß und brennt, aber an dem Punkt können wir uns jetzt mal ein bisschen damit beschäftigen. Und wir brauchen das auch in der Elektronik, diese ganze Sache mit Energie, weil wir wollen halt nicht, dass unsere Sachen heiß werden und brennen. Also der Energietechniker, der möchte halt wirklich Energie wohin bringen, und der Elektroniker möchte eigentlich dieses ganze Energieding damit nichts zu tun haben, sondern das halt Informationen hin und her, und das mit der Energie ist alles nur unschön. So, die Einheit der Energie ist das Joule. Wir haben eben wieder die gleiche Notation, wir haben hier ein Formelzeichen E, und wir sagen dann, die Einheit von E ist eben ein J, müsste das heißen. J darf man sogar nicht schreiben. Also das ein J, und da steht dann kurz für ein Joule. Jetzt haben wir immer noch keine Vorstellung davon, was man machen kann mit so einem Joule. Also wir haben zwar einen Namen für das Ding, mit dem wir es messen können. Und ich habe mir ein paar Sachen ausgerechnet, um zu veranschaulichen, was ich mit einem Joule Energie machen kann. Ich kann ein Kilogramm um ca. 10 cm heben, also wenn man davon ausgehen, dass die Erdbeschleunigung 10 Meter pro Sekunde Quadrat ist und nicht 9,81, was im Grunde äquivalent ist mit der Definition, die man in der Physik normalerweise als erstes kennt, dass wenn ich irgendwie eine Kraft von einem Newton habe und gegen diese Kraft eine Bewegung von einem Meter, dann ist das die Energie von einem Joule, die ich da hineinstecken muss. Und wir haben halt nicht 1 Newton, sondern 10 Newton, die nach unten gehen, und damit reicht es dann, wenn ich das eine Kilo um 0,1 Meter hebe und nicht um 10 Zentimeter. Gut, also darunter kann man sich schon was vorstellen, das ist schon was. Nicht? Ich kann auch 1 Kilogramm auf 5 km/h beschleunigen, dann habe ich auch in das System 1 Joule Energie hineingesteckt. Oder, und das finde ich sehr interessant im Vergleich, ich kann 1 Gramm Wasser um ein Viertel Grad erwärmen. Und für uns fühlt sich das irgendwie nach nichts an. Also 1 Kilogramm und 10 Zentimeter heben, wenn ich ein 1 Kilogramm Gewicht nehme und das halte ich 10 Zentimeter über meinem Kopf und dann lasse ich das fallen, das tut wirklich weh. Also das ist gespürt, ist das viel Energie, die ich in das System hineingebracht habe, indem ich dieses 1 Kilo und 10 Zentimeter gehoben habe. Aber 1 Gramm Wasser um ein Viertel Grad erwärmen, das ist gespürt überhaupt nichts. Also wir sehen hier, wie dicht Wärme als Energieform ist. Dass wenn ich mal was habe und das ist richtig, richtig heiß, dann steckt da wirklich viel Energie drin. Also wenn ich das dann übertrage in die Begrifflichkeiten von ich nehme eine Masse und ich beschleunige sie oder ich bewege etwas gegen eine Kraft, dann kann ich unglaublich viel machen mit der gleichen Energiemenge, die es gerade nur reicht, um eben ein bisschen Materie um ganz, ganz wenig zu erwärmen. Also Wärme ist eine sehr, sehr dichte Energieform. Und darum, wenn bei uns Bauteile heiß werden in der Elektronik, das kann man sich dann eben auch schon vorstellen, aus dem, da wird dann wirklich viel Energie umgesetzt, wenn das heiß ist. Also das ist dann schon äquivalent zu einem Motor, der ganz ordentlich Arbeit verrichten kann. Fairness halber könntest du auch vergleichen, wie viel Eisen oder Silizium oder Plastik wärmer wird mit einem Joule, weil das ist mehr. Ja, aber die grobe Idee bleibt die gleiche. Ja. Gut, also das waren jetzt so drei Beispiele für was kann ich machen mit einem Joule Energie. Dann haben wir da, ja, Energie ist eine Erhaltungsgröße, das glaube ich kennt man alles noch aus der Schule, man kann das nicht erzeugen, man kann es nicht vernichten, man kann es nur umformen von einer Form in die andere. Und dann weiß man, wenn es mal in Wärme ist, das kriegt man nur schlecht wieder weg. Also
Aber in den anderen Energieformen kann man relativ schön umformen, dass ich da jetzt irgendwie das in Form von, weiß ich nicht, einer mechanischen Energie habe, und das hätte ich jetzt gerne als eine elektrische Energie, dann überlege ich mal was und dann bewege Magneten hin und her und dann habe ich Wechselfelder, die entstehen und die kann ich dann verwenden, um elektrische Energie zu machen. Oder ich habe elektrische Energie und ich möchte das bewegen, dann erzeuge ich halt magnetische Felder damit und damit bewege ich dann Dinge. Und so kann ich von einer Energieform in die andere gehen. Wenn ich das mache, bleibt aber immer die Gesamtenergie gleich. Also ich kann da nicht cheaten und dann irgendwie Energie am Schluss rausbekommen, weil nicht nur geschickt genug von einer Form in die andere und dann nochmal in eine andere und dann wieder zurück umformen. Da gibt es Leute, die verbringen ihr ganzes Leben damit, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man das machen könnte. Naja, das finde ich nicht so erschreckend, weil es gibt doch viele Leute, die haben sehr seltsame religiöse Überzeugungen. Was ich erschreckend finde, ist, dass die Patente durchgehen. Nein. Offiziell werden solche Patente ja nicht mehr angenommen, aber manchmal werden sie nicht durchschaut. Habt ihr diesen Australier, der ein Gerät erfunden hat zur Verringerung des Reibungsverlustes bei einer Bewegung? Also es gibt auch Australien, das Rad patentiert. Ja. Und in Australien war damals das Patentlaw so, dass wenn du ein Patent aufheben wolltest, musst du sagen, wer hat es ursprünglich erfunden. Und das Gesetz wurde dann geändert, weil niemand konnte sagen, wer das Rad patentiert hat. Also erfunden hat. Patentiert war klar, das war der eine, der war klug. Gut, also zurück zu unserem Thema hier der Energie. Dann gibt es dieses Wort Arbeit. Leider ist das alles ein bisschen schwammig, weil das so überbelegt ist. Nicht? Wenn man irgendwie sagt Energie, da stellt man sich gleich so viel vor. Es gibt andere Begriffe, wenn ich irgendwie sage elektrischer Strom, elektrische Spannung, da kann ich mich hinsetzen und komplett von Null anfangen. Wenn ich irgendwie sage Energie und ich habe da irgendwie einen Physiker stehen, einen Esoteriker, einen also es gibt da ein paar Begriffe und ich versuche jetzt irgendwie grob ein Bild dafür zu entwickeln, was diese Begriffe sind. Und wir haben eben diese Energie und eine Möglichkeit, wie Energie oft definiert wird, ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Das habe ich dann irgendwo gespeichert und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich so viel Arbeit machen mit der Energie, die ich da gespeichert habe. Aber nachdem die Energie ja nie verbraucht werden kann, da steht ja im Absatz drüber, haben wir eben dieses, wenn ich Arbeit verrichte, na, dann kann ich die Energie nicht verbrauchen und die ist dann Arbeit, sondern das ist der Prozess von Energie von einer Form in der anderen in die andere Form umwandeln und von diesem Prozess, da spricht man dann eben auch von Arbeit. So, und das kann man sich halt auch irgendwie vorstellen, nicht? Wenn ich dann da einen Elektromotor habe und der dreht sich den ganzen Tag, dann kann ich mir irgendwie der arme Elektromotor, der muss den ganzen Tag arbeiten, der muss den ganzen Tag Energie von einer Form in die andere überführen. Gut, also wenn dieser Elektromotor jetzt die ganze Zeit rennt, dann kann ich mir natürlich ausrechnen, wie viel Energie wandelt der von einer Form in die andere um in einer Zeiteinheit, in einem Tag, in einem Jahr, in einer Stunde, meistens in einer Sekunde, das sind hübsche SI-Basiseinheiten. Und diese Größe, Energieeinheit pro Sekunde, die umgewandelt wird von einer Form in die andere, das nennt man dann die Leistung. Ja, und die Leistung mit dem Formelzeichen P, und wieder Einheit von P, ist eben, die ganzen Einser fehlen, wer hat dieses Skriptum geschrieben, ist 1 Joule pro Sekunde oder eben auch 1 Watt. Das kennt man auch, irgendwas Größe am Staubsauger steht dann irgendwie drauf, der hat 1500 Watt. Und das heißt, dass der 1500 Joule pro Sekunde von einer Energieform in eine andere umwandelt. Nichts anderes. Gut. Also wir haben jetzt hier eine Vorstellung von dieser Leistung in Watt und können die beziehen auf diese abstrakten Energiedinge, die wir hier haben, mit ich bewege irgendwelche Massen gegen das schwere Feld oder generell ich mache eine Bewegung gegen eine Kraft. Aber wir interessieren uns ja für diese ganzen Dinge in elektrischen Begrifflichkeiten. Und eine Möglichkeit, diese Leistung hier darzustellen und über die Leistung natürlich die Energie, ist, dass ich einfach sage, die Leistung ist Spannung mal Strom. Also wenn ich irgendein Ding habe und da fließt Strom durch und an diesem Ding fällt eine Spannung ab, dann habe ich dort Leistung. Das heißt, die
Energie, die ich dort elektrisch hineinstecke, geht irgendwie anders raus. Wenn es einfach ein ohmscher Widerstand ist, dann wird eben diese Leistung in Wärme umgewandelt. Wenn es ein Elektromotor ist, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann wird ein gewisser Teil in Wärme umgewandelt und ein gewisser Teil in mechanische Energie und so weiter. Gut, und das Ganze nochmal in Einheiten. Watt ist Volt mal Ampere. Wieder fehlen die ganzen Einser. Das muss ich umschreiben. Gut, das heißt, wenn ich in elektrischen Größen bin, dann kann ich mir einfach über diesen Bezug Spannung mal Strom immer ausrechnen, welche Leistung da im Spiel ist. Und wieder mit dem da droben, dann kann ich mir auch ausrechnen, wie heiß ich damit Wasser machen kann, eine gewisse Menge und so weiter und so fort. Jetzt kann ich natürlich hier einsetzen, meine Definition von, Ohmsches Gesetz, die Definition von Widerstand. Und dann kann ich sagen, also es wird Zeit, was zu schreiben. So. Wenn man es aufschreibt, kriegt es immer auch mehr Gewicht. Das ist U mal I, vielleicht schreibt man es mit etwas Kontrastreicherem auf. U mal I. So, also das ist quasi unser neues Gesetz. Leistung ist Spannung mal Strom. Und wir wissen aber bereits vom Ohmschen Gesetz, wie ist das Ohmsche Gesetz? Ja, was war das jetzt? R ist gleich U. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, die habe ich gerade gesucht. Sind natürlich alle gleich, aber ich habe halt jetzt gerade das gesucht, was bereits nach U umgeformt ist. Und dann kann ich das hier einsetzen. Wenn ich dieses U hier einsetze, dann habe ich halt P ist gleich R mal I mal I. Und so komme ich eben auf das, was hier steht, P ist R mal I Quadrat. Das heißt, wenn ich irgendwo einen ohmschen Widerstand habe und da schicke ich einen Strom durch, dann wird eine gewisse Leistung in Wärme umgewandelt, eine gewisse Energiemenge pro Zeiteinheit in Wärme umgewandelt. Und wenn ich jetzt den Strom verdoppel, dann vervierfacht sich diese Leistung. Und das ist etwas, das kann einem leicht davonlaufen, wenn man irgendwie arbeitet, weil das eben nicht linear ist, sondern quadratisch. Und das kommt halt mal vor, dass man da irgendwann mal vielleicht den Strom verzehnfacht, aber dass sich dann gleich die Leistung verhundertfacht hat und ich vorher nicht gemerkt habe, dass das Bauteil warm wird. Und jetzt geht es auf einmal nach einer Minute Betrieb in Rauch auf. Das ist dann halt mit diesem Quadrat. So, wie ist denn das, wenn ich die Spannung verdoppel? Wir haben das jetzt hier mit dem Strom. Genau. Also, wir machen es einfach andersrum. Wir schreiben hin, I ist gleich, genau. I ist gleich U durch R. So. Und wenn ich jetzt das für dieses I einsetze, dann haben wir dort natürlich P ist U Quadrat durch R. Also wir sehen, das ist nicht nur quadratisch zum Strom, sondern auch quadratisch zur Spannung. Und das macht doch irgendwie Sinn, weil an einem ohmschen Widerstand ja Strom und Spannung linear zueinander sind. Das heißt, wenn ich die Spannung verdoppel, dann muss ich halt den Strom verdoppeln und dann muss ich nach dem, was wir uns gerade vorher hergeleitet haben, die Leistung vervierfachen. Also das ist wichtig, diesen quadratischen Bezug, dass man den nicht aus dem Hinterkopf verliert, weil dieses Quadrat eben dafür sorgt, dass das manchmal konterintuitiv ist. Dass man eine Größe gefühlt nicht sehr stark verändert, aber eine andere verändert sich dann gefühlt unverhältnismäßig stark. In dem Fall quadratisch. Gut. Wieder in Einheiten ohne die Einser. Ich muss mal irgendwo aufschreiben, dass ich das nicht vergesse, weil sonst stehe ich in 2 Jahren wieder da und reg mich darüber auf, dass die ganzen Einser bei den Einheiten fehlen. So. Frage. Fragen. Jetzt habe ich einen kleinen Druckstoß gehabt. Ja. Die Spannung verdoppelt, ja. Vervierfacht sich die Leistung. Ja. Stromstärke wird auch verdoppelt, vervierfacht sich die Leistung. Aber insgesamt ist es nicht 16-fach. Weil ihr beides verdoppelt. Ja. Aber das ist ja genau der Grund, nicht? Dass wenn ich quasi mit dieser Gleichung hier anschaue und ich sage, okay, ich verdoppel nur das U und nicht das I, dann verdoppel ich die Leistung. Ich verdoppel nur das I, aber nicht das U, dann verdoppel ich auch die Leistung.
Bei einem ohmschen Widerstand kann ich aber nicht das eine oder das andere verdoppeln. Also ich verdoppel immer beides. Also wenn ich dann Faktor 2 reinbringe, haben wir auf einmal hier Klammer auf 2u, Klammer zu, mal Klammer auf 2i, Klammer zu. Und diese 2er kann man dann natürlich rausholen und die werden dann ein 4er. Dass die dann wesentlich mehr Leistung abgibt, wenn ich sie 240 vor, als ich eigentlich so subjektiv jetzt schätzen würde. Ja, ich meine, es ist halt da im einen wie im anderen Fall, also es ist eine 5%ige Erhöhung der Spannung und damit ist es jetzt keine. Ja. Nur dann, wenn du die Arbeit in einer Art und Weise verrichtest, dass du es nicht exakt genau so umgekehrt machen könntest. Also, wenn ich zum Beispiel, wo ist das nicht der Fall, Anschwingen eines Pendels zum Beispiel. Also wenn ein Pendel hin und her schwingt, da kannst du nicht sagen, in welche Richtung gerade die Zeit vergeht. Aber da wird ständig Energie umgewandelt von der kinetischen Energie, wenn das, also wir reden von einem Fadenpendel, nicht? Das hängt so und dann nehme ich es und dann lasse ich es los und dann schwingt es so hin und her. Und am oberen Todpunkt ist die Energie in diesem System gespeichert in der potenziellen Energie von dieser schwingenden Masse. Weil da bewegt sich gerade nichts, aber ich weiß, dass es höher, als es sein müsste. Und irgendwie zieht da was runter, also kommt er da runter. Wenn das ganz unten ist, am unteren Todpunkt, weiter runter geht es nicht, außer der Faden reißt. Man sollte es vielleicht Kettenpendler davon nennen, um zu unterstreichen, dass das eine untrennbare Verbindung ist. Fadenpendler, das klingt zu filigran. Also am unteren Punkt, da kann es nicht mehr weiter runter, da ist die potenzielle Energie null, aber die kinetische Energie ist sehr groß. Nicht? Also, und wenn ich dann versuche, das quasi hier drinnen aufzuhalten, das merke ich auch, dass da eine Energie drinnen steht, weil dann wird diese Energie in Deformationsenergie meiner Hand umgeformt. Und wenn ich aber diesem schwingenden Pendel zuschaue, wird immer wieder umgewandelt. Nicht? Da habe ich potenzielle, kinetische Energie. Ich kann aber, wenn ich den Video zeige, von einem Fadenpendel, der schwingt, und dann spiele ich das gleiche Video rückwärts ab, dann wirst du nicht herausfinden können, welches das vorwärts oder welches das rückwärts ablaufende Video ist, weil in diesem System vernachlässigbar wenig Entropie entsteht. Aber die Entropie ist zumindest meines Wissens nach die einzige Größe, die zunimmt im Laufe der Zeit. Und zwar immer nur zunimmt. Also sie kann gleich bleiben oder zunehmen und wenn ich quasi etwas habe, wo Entropie entsteht, dann, das ist das Coole an Entropie. Es ist schwierig, Entropie zu verstehen, aber es ist ganz leicht zu erkennen, ob bei einem Vorgang Entropie entsteht. Weil du brauchst ihn nur umgekehrt vorstellen und wenn das irgendwie nicht stimmig ist, dann Entropie. War das chaotisch genug? Gut. Nein, weil Verlust, damit bezeichnet man meistens eine Energiemenge. Und Verlust ist meistens das, was in Wärme umgewandelt wird, weil man bis aufs Heizen normalerweise keine Wärme produzieren möchte. Also Heizen ist recht nett, weil Heizen ist das Einzige, was du ohne groß nachzudenken verlustfrei machen kannst. Verlustfrei heizen ist kein Problem, weil alles wird sowieso Wärme. Meistens möchte man aber was anderes machen und dann bezeichnet man den Teil der Wärme wird als Verlust. Aber natürlich verloren ist er nicht, weil es ist ja immer noch da. Es ist natürlich insofern verloren, als dass es eben nicht so leicht ist, Energie, die einmal Wärme ist, wieder in eine andere Energieform umzuwandeln. Also das ist, es geht schon, aber es geht nur, wenn du zwei Systeme hast mit einer unterschiedlichen Temperatur. Und jedes Mal, wenn du dort ein bisschen Energie von dieser Wärmeenergie nimmst und daraus eine andere Energie machst, bringst du gleichzeitig diese beiden Temperaturen näher. Also du kühlst das Wärmere etwas ab und das Kühlere, das wird ein bisschen aufgewärmt.
Und so wie dann quasi alles nivelliert ist, wenn beide Systeme die gleiche Temperatur haben, steckt immer noch urviel Energie drin, aber dann ist es vorbei. Dann brauchst du wieder was anderes, was heißer oder wärmer ist, und dann kannst du das wieder angleichen und diesem Angleichvorgang einen Teil der Energie wieder rausgewinnen. So. Fiat Lux. Oder auch nicht. Aha, ist da wieder ausgegangen. Gut. Ja, also das zum Verlust. Sonst Fragen? So, schauen wir uns kurz die Diskussionen hier an. Wir haben eine Diskussion. Was ist eine Kilowattstunde? Genau. Also eine Energie, Leistung mal Zeit. Und es ist eine furchtbare Einheit natürlich, wenn man an SI-Basiseinheiten denkt. Also irgendwie Joule ist irgendwie viel netter zum Hantieren und mit anderen Einheiten zu verbinden. Aber eine Kilowattstunde, das kostet dann je nach Anbieter und Jahr 10 Cent ungefähr. Also das ist dann schon eine greifbare Größe, während irgendwie so ein Joule für einen Stromenergieanbieter irgendwie keine so richtig greifbare Größe ist. Für die Herstellerfirma Tic-Tac natürlich, für die ist ein Joule eine gute greifbare Größe, weil so ein Tic-Tac ein paar Joule Energie hat. Aber genau. Und so sagt man halt, was ist das? 3,6 Millionen Watt? Joule, danke. Ah. 3,6 Millionen Joule wäre dann eben so eine Kilowattstunde. Und ganz wichtig, natürlich nicht Kilowatt pro Stunde. Also das höre ich so oft, Kilowatt pro Stunde, und es tut wirklich, wirklich weh. Ja? Also, kommt von den Stundenkilometern. Genau. Dort tut es irgendwie nicht weh, daran habe ich mich gewöhnt. Genau, also wenn's doppelt so viele Stunden ist, ist es natürlich nicht die halbe Energie, weil dann würde ich einfach den Fernseher den ganzen Tag laufen lassen, sondern wenn es doppelt so viele Stunden sind, das Gerät an, ist es also doppelt so viel Energie. 1000 Watt mal 3600 Sekunden. Was ich aber auch schon gesehen habe, ist, dass zum Beispiel die Kraft von Servos angegeben wird in Kilogramm pro Meter. Und das würde heißen, wenn ich ein Kilogramm nicht heben kann so, dann tue ich es einfach ans Ende von einem ganz langen Stapel und dann ist es kein Problem. Also das ist... Ja, aber es ist... Ja. Okay, also wir sind uns einig, dass Kilowattstunde nicht Kilowatt pro Stunde ist und Energie bezeichnet. Oder es ist Kilowatt pro Stunde und bezeichnet irgendwas völlig anderes. Aber wenn man von Energie redet, dann Kilowattstunden. So, Übungen. Da machen wir zwei Schlussrechnungen, die machen wir jetzt mal nicht. Und dann, das ist ein gutes Beispiel. Das hier. Eine lineare reale Spannungsquelle liefert im Leerlauf 20 Volt. Und hat einen Innenwiderstand von 100 Ohm. Erinnert ihr euch noch, diese Begriffe Leerlauf, Kurzschluss bei idealen Quellen? Da haben wir das letzte gemacht. Wir haben eben jetzt so eine Spannungsquelle, die im Leerlauf, ich schreibe einfach weiter, die im Leerlauf 20 Volt liefert. Das heißt, wir können uns vorstellen, das ist eine innere ideale Spannungsquelle mit 20 Volt. So, und die hat dann einen Innenwiderstand. Und dieser Innenwiderstand ist 100 Ohm. Und dann einen Lastwiderstand. Und den kennen wir nicht, darum nenne ich ihn hier mal RL, wie R-Last. Ja, aber jetzt hast du den Spaß weggenommen. Aber ja, das ist Leitungsanpassung, also... Die Lösung ist die, wenn da 100 Ohm sind, dann wird an diesen Widerstand die meiste Leistung umgesetzt. Und das ist wichtig. Die Frage ist hier, wird die größte Leistung am Lastwiderstand umgesetzt?
Was für einen Widerstand würde ich denn hier nehmen, wenn ich wollte, dass überhaupt die größte Leistung umgesetzt wird in diesem System? Null, genau, das will ich kurz schließen. Dann habe ich halt hier in der Last gar keine Leistung umgesetzt wird, sondern alles wird in meiner Quelle umgesetzt und das erklärt dann auch, warum Quellen wie Batteriepakete und so manchmal Probleme machen können und explodieren, weil sie einfach zu heiß werden. Aber wir wollen quasi an diesem Widerstand die meiste Leistung umsetzen und es ist völlig wurscht, was das für unsere Quelle bedeutet. Und da ist die Lösung, dass RL gleich 100 Ohm ist. Das wissen wir jetzt. Die Frage ist, wie kommen wir auf sowas? Ja, das ist eine Möglichkeit, dass wir da die Nullstelle suchen von der Ableitung und dann müssen wir uns noch Gedanken darüber machen, ob das ein Minimum oder ein Maximum ist. Es ist nicht sehr Elektronik-Kurs-like. Wie könnte ich denn noch für uns jetzt ganz einfach herausfinden, wann... Ausprobieren. Wenn ich da jetzt gesagt hätte, 20 Kilovolt und da ein Ohm. Dann wird es heiß. Ja. Gut, aber wir können es mathematisch ausprobieren. Wir können es nicht als Schaltung ausprobieren, aber wir, womit machen wir das jetzt? Letztes Mal haben wir es mit Maxima gemacht. Ne? Ah, wieder mit Maxima. Wir könnten es simulieren. Ja, wir könnten simulieren. Ich mag lieber ausreden. Also. So, dann sagen wir mal, was ist denn die Leistung in diesem System? Der maximale Strom, den wir haben können, ist 20 Volt und 100 Ohm. Das wäre der Kurzschlussstrom. Das wäre der Kurzschlussstrom, aber das ist nicht der Strom, bei dem diese... So, ja, das ist eine Möglichkeit und R ist dann... Die Summe der Widerstände. Wäre dann die Leistung im Gesamtsystem, weil wir wollen nur die Leistung hier, genau. Genau, also wäre es RL. Genau, ich habe die Summe wäre die Leistung im System, aber wir wollen ja die Leistung an der Last, also RL. Okay, was ist U? Nein. UL ist gut, das gefällt mir, wir tragen hier ein UL. So, und dann tragen wir hier vielleicht noch ein I. Nachdem wir hier nur eine Masche haben, brauchen wir jetzt nicht irgendwie Laststrom und was weiß ich, sondern wir haben ein I. So, und wir könnten... Gott, I ist gleich 20 durch 100 plus RL und ich tue jetzt noch die Einheiten dazu. So, das wäre mal das eine. RL ist gleich, UL ist gleich I mal RL. So, UL ist gleich, was hast du jetzt gesagt? I mal RL. I mal RL, genau. Also man könnte es auch direkt machen, dass man da irgendwie sagt, Spannungsteile regeln und so. Aber wenn wir das I schon haben und das I nicht vom U abhängt, wenn das I vom U abhängen wird, wäre es blöd. Aber dann müsste man sich überlegen, ob das dann noch unabhängig ist. Aber nachdem das I von U völlig unabhängig ist, in dieser Schreibweise können wir es einfach hier verwenden. Und dann wäre das eben I mal RL beziehungsweise 20 Volt mal RL durch 100 Ohm plus RL. Gut, das heißt, unsere Leistung, die wir haben, ist das Produkt von diesen beiden Termen hier. So, 20 durch 100, das muss man in Klammer setzen. Ich sage jetzt nur R hier, weil ich tippfaul bin. Und wir jetzt sagen hier P als Funktion von R. So ist das hier mal 20 mal R durch 100 plus R. Und ja, das könnte man jetzt noch ein bisschen hin und her kürzen und so, aber eigentlich
haben wir einen Computer. Und der kann solche Sachen machen. So, und jetzt könnten wir was machen mit diesem Term. Ja, das könnten wir machen. Wir können sagen, diff p von r nach r abgeleitet ist gleich 0. da war's. So. also, diff von p r nach r ist gleich 0 und das wollen wir lösen. Wobei das natürlich nicht das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als Methode. Jetzt haben wir es genau das gemacht, wir haben uns nur selber differenzieren gespart, wir haben jetzt den Computer differenzieren lassen. Aber die von uns, die nicht wissen, wie man Maximalwertproblem durch Differenziation löst, für die habe ich jetzt gerade sehr viel Chinesisch getippt. Was könnte ich sonst noch machen? Ein Parametersweep, ja, wie kannst du das anders formulieren? Ja, das ist das neue Speak für Ausprobieren. Wir machen einen Funktionsplot. Okay. Was neues Speak ist für Ausprobieren. Die Mathematiker unter uns können sich jetzt Gedanken darüber machen, was denn die Lipschitz-Konstante für diesen Term für einen bestimmten Wertebereich ist und können sich dann daraus überlegen, ob das Ausprobieren ein sinnvoller Ansatz ist oder nicht, weil es könnte sein, dass es da irgendwie ganz komische Spikes gibt und so, die wir nicht sehen, wenn wir nur 1000 Werte einsetzen. Aber lassen wir den Computer mal ausprobieren. Und sagen, wxplot ist das Kommando. So, und jetzt soll p von r plotten für r gleich, naja, sagen wir vom Kurzschluss bis 1000 haben wir da jetzt gehört, gut. So. Ja, und das ist unsere Funktion. Sonst könnten wir vermuten, dass das das Maximum ist. Nicht? Also, nur so können wir es nicht wissen, weil vielleicht kommt da hinten irgendwann nochmal ein Maximum. Dann könnte man sich überlegen, naja, wie viele Maxima kann denn diese Funktion haben? Aber lassen wir das mal jetzt. Wir können uns überlegen mit gesundem Menschenverstand, nicht Mathematik, gesunder Menschenverstand, warum das einzige, das schon die richtige Lösung sein wird. Also zunächst können wir uns überlegen, warum wird nicht da irgendwann hinten noch was kommen? Warum kommt nicht vielleicht bei einem Mega-Ohm auf einmal ein Peak und die Leistung wird nochmal viel größer? Weil immer mehr Leistung auf einen Widerstand kommt. Ja, was passiert denn mit dem Strom, wenn wir diesen Widerstand hier erhöhen? Genau, also der Strom, der wird hier immer kleiner und kleiner und irgendwann ist es mit, wo haben wir es? Wir haben es nicht aufgeschrieben. Schade. also, wenn wir dann haben, p ist r mal i Quadrat, dann können wir uns überlegen, naja, wenn der Strom so quadratisch immer, also immer kleiner wird und dann nehme ich das immer kleinere im Quadrat noch, dann nutzt nichts, dass das r ein bisschen größer wird. Also das war jetzt wieder mathematisch und nicht gesunder Menschenverstand. Gell? Ich habe es probiert, ich habe es ehrlich versucht. Also man kann sich dann überlegen, dass das quasi nur immer blöder wird. Und generell machen solche Schaltungen, wo nur so Widerstände und Quellen sind, nicht irgendwelche ganz obskuren Sachen, dass dann auf einmal bei genau Pi Volt ist ein Spike in der Leistung. Und wenn man ein bisschen weiter links und ein bisschen weiter rechts ist, ist es nichts. Man muss genau Pi Volt in das System einspeisen. So funktionieren diese Systeme nicht. Das heißt, wenn ich da mal so einen Kurvenverlauf habe, habe ich eine sehr, sehr gute Chance, dass ich jetzt nicht vielleicht einfach zu grob das anschaue und irgendwo ganz klein werden dann die eigentlichen Raffinessen, wo ich irgendwelche Spikes habe und so, und das sehe ich in dieser Darstellung nicht. Okay. Ja, aber es ist schon so, dass wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Megaohm anschließe, ja, dass ich zwar jetzt keine hohe Leistung an dem Außenwiderstand habe, aber in Summe die Leistung, die am Außenwiderstand abgefallen ist, über den Zeitraum, dass die Batterie leer ist, ja, weil nämlich weniger Energie am Innenwiderstand verbraucht wird, damit hält die Batterie länger. Ja. Darum wird dieses Konstrukt von Leistungsanpassung,
wo ich sage, diese beiden Widerstände sollen gleich groß sein, nicht dann verwendet, wenn es darum geht, besonders effizient zu arbeiten, dass ich irgendwie sage, ich möchte möglichst wenig Verlustleistung haben, sondern dann, wenn es darum geht, hier möglichst viel Leistung umzusetzen, egal was hier passiert, dann mache ich Leistungsanpassung. Dann sage ich hier und da, da nehme ich 50 Ohm und das System ist gut und ich verbrate halt dann immer in meiner Quelle genauso viel Leistung wie dort, wo ich hinspeise. Also das ist ja eigentlich total suboptimal, nicht? Wenn ich irgendwie, wenn man vorher den Staubsauger gehabt hat mit den 1500 Watt, was schon eine ziemliche Leistung ist, und ich lasse den da irgendwie eine Stunde laufen, dann möchte ich ja nicht, dass nochmal, weiß ich nicht, in der Wand, in der Steckdose oder am Weg zum Kraftwerk oder weiß ich wo, noch einmal genau die gleiche Leistung umgesetzt wird, sondern da möchte ich einfach, dass das möglichst effizient an dem Ziel ist. Wenn es mir aber wurscht ist, wie viel da ist und ich möchte am Schluss da das meiste haben, dann mache ich Leistungsanpassung. Ich würde sagen, was ich jetzt an Gedanken habe. Mhm. Das heißt eigentlich, dass auf dem Weg vom Kraftwerk bis zu uns zum Verbraucher die Hälfte der Leistung verbrauchen wird. Nein, das würde es, wenn wir dort Leistungsanpassung verwenden würden. Aber bei dem System geht es uns ja nicht darum, möglichst viel Leistung beim Verbraucher umzusetzen, koste was wolle, sondern da ist das höchste Ziel eigentlich einmal, dass man quasi fast alles, was das Kraftwerk in das System hineinsteckt, am Schluss beim Verbraucher landet. Auch wenn der Verbraucher auf diese Art und Weise bei sich halt dann nur den 1500 Watt Staubsauger betreiben kann und nicht, weiß ich nicht, der hat einen eigenen Stausam und will mit einem Megawatt Wasser hinaufschaufeln. Das ist ein guter Plan. Wir brauchen einen Comic, Bösewichten mit einem Tornado-Generator. Wahrscheinlich gibt es schon einen. Okay, also ich habe jetzt hier ein bisschen mehr reingezoomt und wir sehen halt auch hier wirklich bei 100, da ist unser Maximum. Also der einfachere Ansatz, dass man ausprobiert, sagt, man plottet mal die Funktion, schaut, wie sich diese Werte entwickeln und man nimmt einfach mal einen Wertebereich, der irgendwie sinnvoll ist, nicht, dass man da irgendwie nicht mit minus einem Megaohm bis irgendwas anfängt, das ist irgendwas der physikalischen Anschauung von einem Widerstand klar, der irgendwie bei Null anfängt und das ist dann ein Kurzschluss und dann kann man sich halt aufgrund der anderen Widerstandswerte und so denken, naja, was wäre denn ein sinnvoller Startwert zum Experimentieren? Ich habe vorhin Kiloohm dran gehabt, weil ihr den Kiloohm genannt habt und beim Kiloohm hat man gesehen, sieht man dann eben einen schönen Funktionsplot und kann sich Gedanken darüber machen, wo das Maximum wäre und das weiter einschränken. Je nachdem, wie man das plottet, mit welchem Kommando, kann man dann auch hergehen und kann sagen, wo ist denn dieses Maximum? Und irgendwie macht er die X-Achse immer bis 1000. Okay, also ich weiß, das Maximum ist... Okay, gut, das war dieser Block. Fragen dazu oder weitere Anregungen, was Comic-Bösewichte machen könnten? So, dann machen wir noch dieses zweite Beispiel hier. Wie viel Strom darf durch einen 100 Ohm, einen 1 Kilo Ohm bzw. einen 10 Kilo Ohm Widerstand fließen, wenn das Bauteil jeweils eine maximale Leistung von 0,5 Watt ausgelegt ist? Das trifft zum Beispiel zu auf die Widerstandsbauteile, die wir hier im Meterleben im Bauteilsortiment haben. Das sind 0,5 Watt Widerstände. Das heißt, man sollte die Schaltungen so machen, dass man nicht mehr als 0,5 Watt Leistung in denen umsetzt. Wobei Spitzenwerte ganz kurz wurscht sind, das ist immer eine thermische Grenze. Das heißt, da reicht es um eine Sekunde zu mitteln oder so. Wenn es irgendwo einen Mikrosekunden-Spike gibt, wo man kurzfristig ein bisschen mehr Leistung hat, das ist dem Bauteil wurscht. Gut, also wir haben solche Bauteile, wir wissen, mehr als 0,5 Watt geht nicht. Und jetzt ist die Frage, wie viel Strom darf ich durch dieses Bauteil jeweils durchschicken, so dass ich noch innerhalb dieser Grenzen bin. So. Welche Größen haben wir hier? Wir haben hier... U sehe ich keins. Wie viel Strom darf durch? Strom. Ja, wir sind da. Wie viel Strom? Also wir haben einen Strom offenbar als Größe.
Also I, wir haben eine Leistung, 0,5 Watt. Und R, genau. So, kennen wir denn schon eine Formel, wo diese drei Größen und keine weiteren Größen vorkommen? Perfekt. So, dann brauchen wir nur dort einsetzen. Oder formen wir mal um. Was möchte ich denn, welche Größe? I. Das ist ein Zahlenwert. 0,05 Quadrat ist, oh ja. Ja. Genau, also dieses I wollen wir. Das heißt, wir formen mal um, dass wir sagen, I Quadrat ist P durch R. Und dann nehme ich auf beiden Seiten die Wurzel und hoffe, dass das positiv ist, aber wir kennen positive Leistungen und positive Widerstände, also die Chancen stehen gut. Zumindest solange wir keine Wechselstromtechnik machen. Gut, das heißt, das ist unsere Formel und da brauchen wir jetzt nur einsetzen. Nachdem wir das Maxima noch offen haben, setzen wir direkt hier ein. Wir können es lustig machen, wir können sagen, I von PR so, ist SQRT P durch R. Und das wollen wir dann gerne als Zahl, weil sonst geht er her und zeigt uns das so komisch an, das kann keiner brauchen. So, wir haben 0,5 Watt und wir haben 100 Ohm. So, also da haben wir 70 Milliampere bei 100 Ohm. Bei einem Kilo Ohm sind es dann noch 22 Milliampere. Und bei 10 Kilo Ohm sind 7 Milliampere. Ja, also ich erhöhe dieses R in 10er Schritten, aber das I verringert sich nicht in 10er Schritten. Das verringert sich nur ganz wenig. Beziehungsweise ich verringere dieses I hier in so 3, irgendwas Schritten. Naja, und dann verzehnfacht sich die Leistung, weil das ist 3 Quadrat fast 10, nicht? Für einen Physiker zumindest. Gut. 0,6 Watt. Die Widerstände sind 0,6 Watt. Gut, dass wir mit 0,5 gerechnet haben, andersrum wäre es blöd gewesen. Man sollte wirklich aufpassen mit diesen Dingen, also das, weil die nämlich nicht spektakulär rauchen und explodieren und sonst was, also das kann man auch, aber dann ist man weit über das Ziel hinausgeschossen. Sondern das Erste, was die mal machen, ist, sie ändern ihren Widerstandswert. So ein bisschen, aber vibrationsabhängig. Das sind Fehler, die findet man nie. Das heißt, das ist ganz sinnvoll, sich solche Sachen kurz zu überlegen, wenn ich Schaltungen habe, wo ein bisschen größere Ströme durch Widerstände gehen. Und bei einem großen Widerstand, wie eben Kiloohm, 10 Kiloohm, sehen wir, da reichen schon ein paar Milliampere. Und das ist schon ein großer Strom, weil eben mein R schon so groß ist, dass wir gar kein so riesiges I brauchen, um an dieses grob halbe Wattleistung zu kommen. Okay, also das war dieses Beispiel. Fragen dazu? Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie gut die isoliert sind, wenn man die in Watte einwickelt. Du meinst thermisch isoliert? Ja. Das muss ich irraten. Ja, wobei, das ist jetzt nicht mein Gebiet. Es gibt Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag somit und kennen alle 500.000 Fehlermodes von Widerständen. Ich würde vermuten, dass der thermische Kurzschluss in dem System die Anschlussbeinchen sind und nicht der Widerstandskörper selber. Und darum glaube ich, dass es ziemlich wurscht ist, ob man den jetzt in Watte macht oder nicht. Was aber durchaus vorkommt, weil wir gerade vorher in unserem Off-Topic-Gespräch den Seebeck-Effekt gehabt haben, dass wenn man Widerstände stehend montiert, das hat man vielleicht schon mal gesehen auf einer Leiterplatte, dass ich diese Leiterplatte habe und dann habe ich nicht so einen Widerstand, der dann da drinnen hängt, nicht? Das wäre quasi die klassische Art, einen bedrahteten Widerstand einzulöten, sondern man hat Platz sparen müssen, also hat man die Leiterplatte
Und dann stellt man den Widerstand so auf. Und ist dann eben hier verlötet. Und dann habe ich eine andere Verbindung zu der Leiterplatte, eine thermische Verbindung, an diesem Terminal und an jenem Terminal. Das heißt, der Fluss von Wärmeenergie ist hier asymmetrisch. Auf der einen Seite fließt viel Wärmeenergie raus, auf der anderen Seite wenig. Wenn das so wie hier symmetrisch ist, dann ist der Seebeck-Effekt auf beiden Seiten gleich. Wenn es aber asymmetrisch ist, ist der Seebeck-Effekt auf beiden Seiten unterschiedlich, was dazu führt, dass sich hier eine Spannung an diesem Widerstand misst. Und das ist ein Problem, das manchmal vorkommt bei Shunt-Widerständen. Also ganz besonders kleine Widerstandswerten, die man verwendet, um Ströme zu messen. Und da nimmt man halt Widerstandswerte ganz, ganz klein, weil man so große Ströme hat, dass auch selbst der kleine Widerstand sich schon stark aufheizt. Das heißt, dieser Effekt ist sehr groß. Wenn man dann den Strom abrupt abdreht, sieht man vielleicht immer noch ein paar Millivolt aufgrund dieses Seebeck-Effekts und glaubt dann, da fließen noch 20 Ampere durch. Dabei ist das System stromfrei. Kleine Anekdoten. Gut. Sonst Fragen? Ich schweife schon wieder so viel ab. Gut, dann kommen wir zu unserem Test. Übung von Fortgeschrittenen lassen wir aus.